Auch ein beliebtes Gericht aus NRW sind dicke Bohnen. Dazu gibt's kleine Schmorzwiebeln. Bei uns gab's früher immer dicke Bohnen aus dem Glas. Und als Kind mochte ich die überhaupt nicht. Doch dicke Bohnen haben zwei Gesichter. Ich habe nämlich mal vor 15 Jahren in Spanien dann in einem Restaurant dicke Bohnen gegessen mit Hummer und die waren wirklich traumhaft. Die waren frisch, die waren blanchiert, die waren geschält, also grasgrün. Und diese Zubereitungsmethode, die nutze ich heute auch. Sie benötigen neben den dicken Bohnen unter anderem noch Bohnenkraut, mageren Bauchspeck, Milch und Sahne, Perlzwiebeln und frischen Thymian. Das sind hier meine dicken Bohnen. Da muss ich immer sagen, das ist echt ein Wunder der Natur, weil diese Bohnenkerne, die sind wirklich wie auf Watte gebettet da drin. Das ist unglaublich, das fühlt sich total weich an. Es ist halt ein bisschen Arbeit, weil aus einer Bohne, da holt man nur so 4-5 Bohnenkerne raus. Aber ich finde ja immer, die Arbeit lohnt sich, wenn man sowas mal frisch kauft und nicht in einer Dose oder tiefgefroren oder im Glas. Das ist schon wirklich lecker frisch. Und das sind die Bohnenkerne, wo noch die weiße Hülle drumherum ist. Aber ich mache heute die feinere Variante für Sie. Ich pule die nämlich hinterher auch noch mal. So, erstmal gehen wir jetzt aber mit den Bohnenkernen hier zum Salzwasser. Das kocht. Und da gebe ich die jetzt erstmal rein. Jetzt hole ich mir mal eben eine Schaumkelle, dass ich die Bohnen da auch gleich wieder rausbekomme. Und die brauchen wirklich nur eine Minute in dem Salzwasser. Der Vorteil vom Blanchieren ist ganz klar, dass man jetzt auch diese weiße Pelle viel einfacher lösen kann. Und da kommt dann die schöne grüne Bohne raus. Und die will ich hinterher haben für mein Gericht. Dann schneiden wir jetzt erstmal ein bisschen geräucherten, durchwachsenen Speck, so wie sich das halt für den Ruhrpott auch gehört. Das bringt natürlich eine Menge Geschmack da dran. Die Schwarte unten schneide ich auch noch weg. So. So, erstmal in Streifen schneiden, dann in Würfel. So, das reicht mir jetzt schon. Den Speck nehme ich jetzt mal mit zur Pfanne und der geht da direkt rein. Da der Speck jetzt nicht wirklich fett ist, gebe ich noch mal einen kleinen Schuss Öl dazu. Und jetzt müssen wir nur noch warten, bis er kross wird. Dann hole ich jetzt mal das Mehl und bestäube schon mal mit einem Esslöffel meine Speckwürfel. Das Mehl muss jetzt so kurz mit angeschwitzt werden, darf aber nicht braun oder schwarz werden. Also muss ich schon mal so meine Flüssigkeiten jetzt hier griffbereit haben und das ist in dem Falle Sahne und Milch. Ganz wichtig ist immer, dass die Gegenflüssigkeit also kalt ist. Das heißt, das ist warm, das ist kalt. Es muss so ein bisschen ablöschen oder ja, so einen kleinen Schock erleiden, dass das Mehl hinterher nicht klumpt. Und das mache ich jetzt mal. So. Und jetzt muss man nur noch warten, bis die Béchamel schön bindet. Und mit Salz muss ich da mal ganz vorsichtig sein, weil der Speck natürlich auch unheimlich viel Salz abgibt. Ein bisschen Pfeffer mache ich schon mal rein. Dann kann ich jetzt schon mal die Bohnen holen. Ich habe da mal was vorbereitet. So, da sind sie. Und die gebe ich jetzt schön hier in meine Béchamel rein. So, verrühren. Und was jetzt hier noch fehlt, ist nur ein bisschen frisches Bohnenkraut noch. Boah, lecker, lecker. Da würde ich auch nicht zu viel machen, sondern eher mäßig, weil Bohnenkraut finde ich jetzt schon einen starken Eigengeschmack. So, noch dazu. Und dann sind die Bohnen fix und fertig. Zu meinen dicken Bohnen brauche ich noch ein paar geschmorte Zwiebeln. Und da habe ich mich heute mal für die Perlzwiebeln entschieden, weil die haben einfach einen super schönen Biss, sind zwar klein und filigran zu schälen, aber sind wirklich super lecker zum Schmoren. Ich habe hier im Vergleich mal ein paar andere Zwiebeln noch hingelegt. Das hier, ja, die sind von der Farbe her ähnlich wie die Perlzwiebeln, sind auch weiße Zwiebeln, sind schön mild. Kann man jetzt zum Beispiel für feine Gerichte nehmen, wo man nicht so einen starken Zwiebelgeschmack will, kann sie auch gut roh verwenden. Das sind die üblichen Zwiebeln, die man so im Supermarkt kauft, das sind die braunen Zwiebeln. Die sind ein bisschen kräftiger vom Geschmack. Die Gemüsezwiebel ist auch braun, aber halt oft wesentlich dicker, daher auch ein bisschen milder und man kann die eher, wenn man wirklich viel auf Masse produzieren will, nehmen. Also wenn man wirklich große Portionen braucht, dann ist man natürlich mit so einer Gemüsezwiebel am besten bedient.
Das hier ist so eine meiner Lieblingszwiebeln, die roten Zwiebeln. Ja, die sind auch die gesündesten, weil die enthalten am meisten Antioxidantien. Man kann sie auch roh zum Beispiel toll essen, zu Matjes. Also die ist so richtig lecker auch. So, und dann haben wir noch was ganz Besonderes hier. Das sind die Schalotten. Ja, die kommen aus Frankreich. Und Schalotten, die kann man natürlich auch roh wunderbar essen, weil sie einfach einen tollen Eigengeschmack haben, aber auch für feine Gerichte. Man sollte sie nur nicht zu scharf anbraten, weil sie dann wirklich ihren Eigengeschmack verlieren. Jetzt habe ich hier meine vorgeschälten Perlzwiebeln und die gebe ich jetzt erstmal in die Pfanne rein. Die Bohnen kann ich jetzt schon mal anrichten. Dann hole ich mir noch mal von draußen eben ein bisschen frischen Thymian, um die Zwiebeln noch mal durchzuschwenken. Der Thymian gibt sein schönes Aroma wunderbar an die Zwiebeln ab. Das riecht lecker. So, die Zwiebeln setze ich so dazu. Ein bisschen Thymian von dem Gebratenen mache ich noch oben drauf. So, also dicke Bohnen mit geschmorten Zwiebeln. Super lecker. Ein kleiner Klassiker aus meiner Heimat. Einfach und köstlich.